mein Zeige und dein Fuckfinger ergibt ein Peace-Zeichen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, in der Episode 55. Wow, bereits 55 Episoden plus minus 10 Bonusfolgen. Sehr schön, wir sprechen heute bei Dein Wort. Spricht die Bibel wirklich von Dinosaurier? Und warum ignorieren wir oder die Nichtchristen eigentlich die Schöpfungsgeschichte? Bei Michael und Steve sprechen wir darüber, was man eigentlich macht als Christ, wenn man jemanden nicht mag. Bei Revolution haben wir eine dreiwöchige Special-Sendung mit Tobias Klei, der über internationale Beziehungen spricht, und die letzte Interview-Episode mit Olli Bagno, der über seine Texte spricht, über Vega, über Features und über Single-Sein als öffentliche Person. Falls dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du uns bei iTunes 5 Sterne gibst. Das macht uns ein bisschen mehr sichtbar und noch mehr würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast teilen würdest auf deinen sozialen Medien. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei Die Macht der Worte, Episode 55. Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir haben letzte Woche aufgehört. Michael, du warst ja on fire. Wir machen gleich weiter. Ich halte den Mund. The stage is yours. Dankeschön. Ich mache gleich weiter. Also wir haben davon gesprochen, ob man denn der Bibel Glauben schenken kann. Dass ja in der Bibel so viele Wundergeschichten stehen, die eigentlich ja mit dem normalen Menschenverstand nicht realisierbar sind, wo man sich denkt, das kann nicht stimmen. Letztes Mal hatten wir es von der Sintflut und ich möchte noch ein paar andere Sachen erzählen, die mich vom Wahrheitsgehalt der Bibel überzeugen. Zum Beispiel gibt es biblische Berichte, die viele, viele Jahrhunderte über für falsch gehalten worden sind oder für eine Erfindung von den Bibelschreibern. Zum Beispiel steht in der Bibel, dass Hasen Wiederkäuer sind. Und ja, viele Jahrhunderte lang, wie gesagt, hat man gesagt, stimmt gar nicht, die Bibel hat nicht recht. Erst im 19. Jahrhundert hat ein Biologe durch Zufall entdeckt, dass Hasen in der Nacht, also wenn es dunkel ist, ihren eigenen Kot ein zweites Mal fressen. Und da bei diesem zweiten Verdauungsdurchgang werden dann Nährstoffe da rausgelöst, die halt beim ersten Mal nicht aufgenommen werden konnten. Die Bibel hat also schon immer recht gehabt. Hasen sind tatsächlich Wiederkäuer. Oder das Volk der Hethiter hat lange Zeit als eine Erfindung der Bibelschreiber gegolten, weil es keine historischen Quellen oder archäologischen Funde gegeben hat, die Existenz von diesem Volk der Hethiter bewiesen hätte. Und die spielen in der Bibel eben doch eine Rolle. Und erst im 20. Jahrhundert haben Archäologen Siedlungen ausgegraben und Inschriften freigelegt, die eindeutig von diesem Volk der Hethiter sprechen. Wieder ein Punkt, Bibel hatte recht. Genauso König Belshazzar. Das ist der König, von dem es in der Bibel heißt, dass plötzlich eine Schrift an der Wand entstanden ist. Und auch den hat man in der Geschichtsschreibung nicht gekannt. Und das ist noch gar nicht lang her, erst vor wenigen Jahrzehnten ist eine Inschrift mit seinem Namen entdeckt worden. Und es gäbe noch mehr solche Beispiele, die man nennen könnte. Es zeigt sich immer wieder, die Bibel hat recht und ist ein vertrauenswürdiges Buch. Wissenschaftliche Bücher müssen permanent überarbeitet werden. Ich wage mal zu behaupten, mehr als die Hälfte aller wissenschaftlichen Bücher in irgendwelchen Bibliotheken oder Schulen müssten jetzt schon wieder überarbeitet werden, weil man mittlerweile herausgefunden hat, das oder das stimmt doch nicht. Mhm. Bei der Bibel ist es umgekehrt. Wir tun immer mehr entdecken, wo wir sehen, Mensch, wir hatten es nicht geglaubt, aber es stimmt tatsächlich.
Okay, jetzt muss ich mal weitergehen. Jetzt ist aber doch das Ding, dass in der Bibel zum Beispiel nichts über Dinosaurier steht. Und okay. Aber trotzdem Beweise sind, also Knochenfund okay. von größeren Tieren. Jetzt denkst du hast mich, oder? Jetzt habe ich dich. Natürlich habe ich dich. Ja, dann pass mal auf. In der Bibel wird in Hiob Kapitel 40, ab Vers 15 meine ich, mhm. ein Tier beschrieben, das von der Beschreibung her ein Brachiosaurus sein könnte. Also das ist dieses riesengroße mit Vieh. Mit langem Hals? Mit langem Hals. Und die Bibel beschreibt, dass seine Beine aussehen wie Zedernbäume, verwurzelt im Boden, also richtige Baumstammfüße. Mhm. Und ich weiß den Rest jetzt nicht auswendig, aber lest mal Hiob, Kapitel 40. Aber da könnte wird ein das nicht Tier auch Elefant sein oder so, oder ein Nilpferd? Oder würde es dann quasi dann detaillierter? Es wird detaillierter beschrieben. Okay. Ich müsste jetzt selber nachlesen, aber auf jeden Fall wird es detaillierter beschrieben. Okay. Und man geht im Allgemeinen davon aus, dass Hiob vor der Sintflut gelebt hat. Mhm. Also das wäre dann ein Indiz dafür, dass vor der Sintflut Menschen und Dinosaurier koexistiert haben. Mhm. Abgesehen davon, in der Bibel steht auch nichts von Elefanten oder von Giraffen. Und trotzdem würde man jetzt nicht davon ausgehen, dass es die Tiere damals nicht gegeben hat, mhm. nur weil sie in der Bibel nicht erwähnt werden. Mhm. Und auch noch sehr interessant, das Wort Dinosaurier, aha. das ist erst im 19. Jahrhundert geschaffen worden. Das Wort gab es vorher gar nicht. Man hat vorher im Allgemeinen von Drachen gesprochen. Ach. Und ein Drache, ja, hat vielleicht der ein oder andere noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn wir uns mal vorstellen, wie sieht ein Drache aus, wie sieht ein Dinosaurier aus? Es ist im Endeffekt genau das Gleiche, von dem da gesprochen wird. Und in nahezu jeder Kultur existieren Legenden von Drachen und Drachenjägern. Und ja, wenn man eins und eins zusammenzählt, ist auch das für mich ein Indiz dafür, dass es Zeiten gab, in denen Menschen und Dinosaurier gemeinsam auf dieser Welt gewandelt sind. Mhm. Okay. Und die Sintflut bietet eine ganz schlüssige Erklärung dafür, warum sich die Lebensbedingungen auf der Erde drastisch verändert haben, diese Tiere ausgestorben sind und auch dafür, davon hatten wir es ja bei unserem letzten Gespräch, warum es überhaupt so viele Fossilien gibt von Dinosaurierknochen. Mhm. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Sorry. Was hast du gesagt? Ja, ich habe im Text schon mal weitergelesen. Warum hat man was aufgepasst? Wir machen einfach weiter, ich überschneide es. Okay. Was war deine Frage? Habe ich eine Frage gestellt? Achso, hast du nicht? Ich war jetzt so überfordert, weil ich schnell noch vorgreifen wollte. Nee, aber ich habe deine Vorlage verpennt, ne? Du hast das mit Elefanten, hast du was gesagt, ich habe es nicht gecheckt. Aber das macht nichts. Okay, machen wir weiter. Genau, Dinosaurier haben wir gesagt, dass die. Ja, okay, machen wir weiter. Wo machen wir weiter? Wenn man die Beweise für die Sintflut mit der Wertigkeit, oder? Ja, genau. Dann fang du einfach an. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel die Beweise, die es zum Beispiel für die Sintflut gibt, mit der Wertigkeit von Beweisen in heutigen Gerichtsverhandlungen vergleicht, dann müsste man sagen, dass die Sintflut schon dreimal rechtskräftig bewiesen wäre. Mhm. Ja. Aber die meisten Menschen wehren sich mit allen Mitteln dagegen, an Gott oder an die Bibel zu glauben. Und moderne, ungläubige Wissenschaftler, die interpretieren alles, was sie sehen und entdecken, durch die Brille der Evolutionstheorie und interpretieren dann ihre Beobachtungen dementsprechend. Und dadurch kommen natürlich auch in der Wissenschaft immer wieder falsche Konstrukte überhaupt hoch, weil man mit den falschen Grundvoraussetzungen da dran geht. Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. So, gerade nachschauen. Da würde eigentlich das eine jetzt super passen, was ich erst unten, weiter unten geplant habe, aber das sage ich jetzt einfach spontan dazu. Ja. Wo muss ich wieder einsteigen? Fang einfach an. Okay.
Also moderne Wissenschaftler interpretieren alles, was sie sehen oder entdecken, durch die Brille der Evolutionstheorie und interpretieren alles dadurch. Und da kommen sie natürlich auf falsche Schlüsse. Um das mal zu illustrieren, schau, wir haben jetzt hier einen Tisch zwischen uns stehen, Steve. Mhm. Und jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, überleg dir mal eine Theorie, wie dieser Tisch entstanden ist, aber in der Theorie darf kein Zimmermann und kein Handwerker vorkommen, der den geplant und gebaut hat. Okay. Aber sonst bist du vollkommen frei in deiner Überlegung. Okay. Glaubst du, du würdest eine Story entdecken können, die annähernd die Realität beschreibt? Nee. Also, wenn ich es jetzt gerade zeigen würde, wäre das nicht gut. Und so muss man sich das mal vorstellen. Wenn man anfängt, sich zu überlegen, wie ist diese Welt entstanden? Wie sind die Menschen entstanden? Mhm. Wie hat sich das Leben entwickelt? Mhm. Naja gut, aber Gott muss ich ausklammern. Gott gibt es ja nicht. Ja. Einen Schöpfer darf es nicht geben in der Geschichte. Mhm. Ja klar komme ich auf irgendwelche wilden Konstrukte. Mhm. Zum Beispiel die Evolutionstheorie. Aber wie nahe diese an der Wahrheit ist, ja, ich habe es gerade geschildert, also wenn wir uns das mit dem Tisch vorstellen, recht viel näher kommt auch die Evolutionstheorie nicht an die Wahrheit dran. Davon bin ich absolut überzeugt. Ja, ich glaube auch, das ist interessant, weil man, also du beschäftigst dich ja damit jetzt mehr oder hast dich mehr beschäftigt, weil du diese Predigt vorbereitet hast. Ja. Und mir fällt gerade ein, in meiner Ausbildung hatte ich einen, der weiter unten in der Ausbildung war als ich. Und er hat dann gesagt, ein Nicht-Christ, wenn er in die Ecke spucken würde, dann würde nach 1000 Jahren da auch irgendwas wachsen. Und ich glaube aber, das Problem ist einfach bei uns Menschen, dass wir manchmal gar nicht so detailliert Sachen wissen wollen. Also weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das jetzt alles erarbeiten, was du erarbeitet hast, lieber schaue ich Netflix, ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass es manchmal unser Problem ist als Menschen, dass wir gar nicht so genau wissen wollen, wie es funktioniert. Da, sondern die schnelle Lösung. Da hast du mit Sicherheit recht, ja, genau. Ja. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. In Nein? Nein? Nein, ich. Ich denke auch, dass viele Menschen deswegen über sowas nicht nachdenken, weil irgendwo schwingt ja im Hinterkopf bestimmt auch dieses Denken mit, hey, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann muss ich vielleicht mein Leben ändern. Oder dann gibt es ja jemanden, dem ich irgendwie verantwortlich bin und der was von mir erwartet oder so. Ne? Und vielleicht passiert es auch unterbewusst, aber ich könnte mir vorstellen, auch schon allein aus dem Grund sagen viele, ja, klingt ganz interessant, was der Michi da erzählt, aber ich schaue lieber Netflix. Das stimmt, ne? Ja. Und man muss sich halt echt damit auseinandersetzen eigentlich, ne? Dass es Tatsache ist. Jetzt hatte ich noch einen Gedankengang, jetzt habe ich ihn leider vergessen. Sorry. Kein Stress. Ja, weißt du, wo du weitermachen willst? Jo. Sehr schön. Wenigstens einer von uns beiden. Wie ist jetzt das? Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört über wissenschaftliche Erkenntnisse, Fakten, Interpretationen über die Bibel. Ja, und ich glaube, Steve, wir zwei waren uns ziemlich einig, dass viele, viele Menschen die Wahrheit nicht erkennen. Ja. Dass diese Welt eben nicht durch Zufall entstanden ist, sondern dass es da tatsächlich einen Gott gibt und dass es viele gute Gründe gibt, an die Wahrheit der Bibel zu glauben, auch wenn man seinen Verstand gebraucht. Und jetzt habe ich ein paar Aussagen von der Bibel mitgebracht. Was sagt denn die Bibel zu dieser menschlichen Betrachtungsweise der ganzen Thematik? Und zum Beispiel in Psalm 14, Vers 1, da sagt Gottes Wort, die Toren, das ist ein altdeutsches Wort für Narren, die Toren sprechen in ihren Herzen, es gibt keinen Gott. Ja, da steckt schon eine ganz klare Wertung drin. Also wer sagt, es gibt keinen Gott? Die Narren. In Römer 1, Vers 25 heißt es, die, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf mehr Ehre und Dienst erwiesen als dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ja, der Vers sagt ganz klar aus, was wir beobachten können. Die Natur wird angebetet und vor der Natur hat man Respekt. Ja, früher die Heiden, die haben die Sonne angebetet als Gott. Aber heute sind wir auch nicht recht viel weiter. Ja? Man kennt diesen geflügelten Spruch, die Natur findet einen Weg. Oder Mutter Natur wird schon irgendeine Lösung dafür finden, wie auch immer. Wenn man mal die Augen und die Ohren aufsperrt, stellt man fest, ja, wir beten tatsächlich mehr die Natur an als den Schöpfer.
der diese Natur sich ausgedacht hat. Mhm. Das stimmt. Und dazu passt auch eine Reportage. Ich habe mal vor einiger Zeit eine Reportage im Fernsehen über Darwin gesehen. Also ich erinnere an den Begründer oder Entdecker der Evolutionstheorie. Und in dieser Reportage ist er so richtig als Held dargestellt worden, weil er der Menschheit endlich einen neuen Selbstwert gegeben hat. Weg von der naiven Abhängigkeitsvorstellung eines schöpfenden und erhaltenden Gottes hin zu einem selbstbestimmten Leben, ja, der Starke überlebt, die Schwachen sterben aus, wir Menschen sind die Stärksten, wir sind die Könige der Schöpfung, ja. Also Darwin ist da richtig als Held gefeiert worden und man hat richtig, ja, gemerkt, von Gott will man nichts wissen und dem in irgendeiner Form Ehre entgegenzubringen oder Dankbarkeit entgegenzubringen, daran wird kein Gedanke verschwendet. Bist du noch wach? Ich habe noch eine etwas längere Bibelstelle hier. Ja, natürlich bin ich wach. In 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 18, ich lese mal vor. Da sagt die Bibel, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Ich glaube, diese Worte sprechen für sich. Obwohl sich seine Weisheit in der Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt nicht erkannt. Und Gott will die retten, die an ihn glauben. Mhm. Ja, das finde ich auch, ne? Also meine Frau ist sehr, die liebt Natur, die kommt aus den Färöerinseln und da ist ja quasi ein Überfluss von Eindrücken an Natur. Okay. Und ja, und ich finde, ich bin jetzt keiner. Also mir ist wurscht, ich bin lieber daheim von Netflix schauen. Gegensätze ziehen sich an. Genau. Aber ich finde trotzdem, auch wenn ich quasi so ein bisschen stumpf bin gegen Natur, das muss ich manchmal, wenn ich früh in die Arbeit fahre und einen Sonnenaufgang nur allein sehe, ja, denke ich mir, wenn das nicht Gott ist, sondern einfach nur ein Zufall, dass es so am Himmel gemalt ist. Genau. Das wäre echt schade. Also ich möchte manchmal gerne wissen, was Nichtchristen denken in solchen Momenten. Das ist ein guter Gedanke, ja. Ja. Der passt auch zu meinem nächsten Vers. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Der Anfang der Erkenntnis. Also mit anderen Worten, bei Gott fängt alles erstmal an. Ich kann diese Schöpfung gar nicht begreifen, wenn ich nicht bei Gott anfange. Wenn ich davon ausgehe, dass alles hier ist nur Zufall und die Frage, was denkt sich einer, der nicht an Gott glaubt, wenn er die Wunder der Natur sieht? Ja? Gute Frage, ich kann es nicht beantworten. Ja. Aber ich weiß, da steckt Gott dahinter. Und ohne ihn ist das alles hier überhaupt nicht denkbar. Das stimmt. Ich will diese Episode beenden. Okay. Mit einer Frage. Wie ich jetzt gerade unkonzentriert war, habe ich geschaut, ob du in deinen Notizen reingeschrieben hast, wann Darwin geboren ist. Aber das war 19. Jahrhundert. Also steht nur bei deinen Notizen. Kann man aber gleich googeln, ne? Googeln, natürlich. Aber was ich dich fragen will, ist eigentlich, glaubst du, mit Darwin ging oder geht die Welt zugrunde? Ob die Welt mit Darwin zugrunde geht? Ja. Also quasi, ob da das quasi, weil, also pass auf, so wie du ein Wissenschaft gegen Glaube, sage ich mal, Fanatiker bist, ja, was jetzt vielleicht übertrieben ist, lieb ich das, über Endzeit nachzusinnen. Und natürlich hat Endzeit da angefangen, wo Jesus quasi in den Himmel gegangen ist. Aber ich frage mich manchmal für mich selber, warum bin ich manchmal so bescheuert? Warum ist die Welt so bescheuert und egoistisch? Und mir ist jetzt eingefallen, also wenn Darwin
das ja gelehrt hat mir, weißt du das? Ich glaube, das waren, also bei mir ist immer noch diese Zitate, die du gerade von diesen anderen Professoren oder Evolutionstheoretiker oder sowas gebracht hast, denke ich mir, hat es mit Darwin angefangen, dass wir noch egoistischer werden, als wir eh schon waren, weil wir sind ja jetzt die Schöpfung, die nicht die Krone der Schöpfung, sondern quasi der König der Schöpfung. Hast du da eine Meinung dazu? Ja, und zwar habe ich gehört, und es klingt für mich auch ziemlich nachvollziehbar, dass die Menschen in Europa in der Zeit vor Darwin sich bewusst waren, dass es einen Gott gibt. Da gab es keinen Zweifel daran. Mhm. Die Menschen waren zwar nicht alle durch die Bank wiedergeborene Christen, aber sie wussten wohl, dass da eine höhere Macht ist. Die meisten haben an den Gott der Bibel geglaubt und dass sie dem verantwortlich sind. Und ich habe auch mal gehört, das ist eine ganz interessante Theorie, die ist übrigens von Max Weber, das ist ein berühmter Soziologe gewesen, schon verstorben, aber der hat da eine Arbeit darüber geschrieben, dass, dass nur durch diesen Glauben an Gott die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Demokratie und so weiter überhaupt möglich gewesen ist, weil die Menschen wussten, da ist ein Gott, eine höhere Macht, der bin ich verantwortlich. Irgendwann werde ich dem gegenüberstehen und ich werde mich für mein Verhalten verantworten müssen. Mhm. Und wie gesagt, also der Gedanke kommt jetzt nicht von mir, sondern von einem namhaften Soziologen, der darüber Bücher geschrieben hat. Also ohne den christlichen Glauben, ohne den Glauben an Gott, wären viele, viele, viele positive Entwicklungen in Europa überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Und, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich wage mal zu behaupten, dass die Evolutionstheorie, die sich wie ein Lauffeuer um die ganze Welt verbreitet hat und dem Menschen endlich einen Grund gegeben hat, hey, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie wir entstanden sind, vielleicht gibt es gar keinen Gott, dass das, glaube ich, schon zu einem sehr, sehr großen moralischen Verfall geführt hat. Mhm. Ich würde diese Frage beantworten. Okay. Bejahen. Okay, ja, dann schließe ich noch mit einem weiteren Gedanken. Ich habe so viele Gedanken gerade, ich könnte ein Buch schon drüber schreiben. Und zwar, wann war Luther, weißt du das, 18. Jahrhundert? 1572, irgendwas. Man merkt einfach, wer hier den großen Namen hat. Aber 1500 weiß ich, aber den Rest. Also fast 18. Jahrhundert, hatte ich schon fast recht. Aber was ich mir gerade so denke, ist auch, was ist, wenn Gott quasi Luther reingebracht hat und den Teufel, sein Luther war quasi Darwin? Und damit entlassen wir euch für diese Woche. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten. Du Steve, ich meine, ich weiß ja, du bist jemand, der kommt mit jedem gut zurecht. Ja, alle. Ja, und bist da wirklich da sanftmütig und alles. Ja, aber und das sowieso noch, hätte ich jetzt schon auch noch gesagt. Aber was, sag mal, was würdest du machen, wenn du jetzt einen nicht mögen würdest? Also wenn es so wäre mal, ich weiß nicht, ob du dich da reinversetzen kannst. Ja, ich probiere es einmal stark. Also ich weiß nicht, durch meine unglaubliche Körperkonstruktion, die mir Gott geschenkt hat, würde ich wahrscheinlich erst einmal so leicht anfangen, ein Bein zu stellen. Also wenn er quasi zum Arm mal nach vorne geht, so kurz das Bein wegziehen und dann also hoppala. Das tut mir jetzt aber leid, sagen. Und ja, aber Steve, du musst doch, wir müssen uns doch alle lieben. Ja, aber dafür muss man alle Christen lieben. Ja. Muss man alle Geschwister lieben. Echt, müssen. Aber mögen, das ist doch wie in der Ehe. In der Ehe, Michael, jetzt erzähle ich dir mal einen Schwank aus der Ehe. In der Ehe habe ich einen Satz, den ich meiner Frau manchmal sage und sie mir, der uns schon die Ehe gerettet hat. Das ist doch gut. Ja. Ja. Und bestell mir Pizza. Noch einen vielleicht. Noch einen, ja. Zweiten. Und zwar, ich mag dich zwar gerade nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Ja, das ist richtig, das ist der Unterschied. Ja. Und mit Christen ist es doch eigentlich ein wenig so dasselbe, oder? Also vielleicht, aber lieben, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, das ist, ja, lieben ist halt,
schon ganz schön viel, ne? Da laufen so grattlerte Leute bei uns in der Gemeinde rum. Das wollte ich jetzt unbedingt sagen, dass wenn die Gemeindeleute das hören, sich denken, Mensch, hoffentlich bin es ich nicht. Vor allem die Ostdeutsche da, die mit dem Amerikaner verheiratet ist. Spaß. Und der Pastor. Sag mal, da wollte ich sowieso mal fragen, denkst du eigentlich, dass das ein Gericht Gottes ist, wenn dann so Leute mittleren Alters keine Haare mehr haben? ich habe doch mal in einer Metalband gespielt und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 22 oder sowas, und da haben wir auf so einem Newcomer-Festival gespielt, wo es quasi dann irgendwas gewonnen hättest. Und da hat eine Band gespielt, die hieß Ants of Glory, und gegen die haben wir verloren und die fanden wir ein wenig arrogant, und ich habe da auch auf meine sanftmütige Art und Weise irgendwas gesagt, was, glaube ich, sehr dumm war. Und dann war das so, dass wir uns da so geärgert haben, und der junge Mann mit 20 schon also kreisrunden Haarausfall gehabt hat, wo wir dann auch dachten, gut, wir haben wenigstens noch Haare. Der hat halt einen Plattenvertrag gekriegt. Ja, hast ein bisschen zu. Aber haben sie nicht verarscht in der Bibel, den einen da, der gleich die Bären auf die Kinder gejagt hat? Die haben die Bären, also insofern, ich war es nicht, liebe Hörer, weil die Bären haben ja dann die Kinder aufgefressen. Ja, wir waren dann das nochmal. Der Elisa, ja. Der hat immer so Sachen. Das war wegen eine komplizierte Persönlichkeit. Also, bei dem ist es schnell ein wenig eskaliert, glaube ich. Also wenn der jemand nicht gemocht hat, also dann wir hätten sie sich noch freuen können, wenn es nur mal hingefallen wären auf dem Weg zum Abendmahl. Aber wie machst denn du das, Michi, wenn du jemanden magst, außer gegen die Wand drücken und hoch und die Schläge androhen? Ja, das ist schon schwierig. Ich versuche es halt irgendwie für mich zu behalten. Ne? Ja. Weil aber das ist halt manchmal so, es gibt auch Leute, die sind einem sympathisch und nicht so sympathisch, das ist ganz normal. Und dann gibt es Leute auch, die verwickeln einen manchmal in Gespräche lang und kommen immer näher oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist unangenehm. Aber ich kann auch ein gutes Zeugnis geben, Zeugnis, nur der eins Religion, also eine Geschichte erzählen, ganz kurz. Was wirklich gut ist, glaube ich. Ich meine, man muss ja nicht jeden mögen, wie du gerade gesagt hast. Aber ich habe mal in einer Familie gewohnt, ein halbes Jahr. Und diese Frau fand ich ganz, 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 ganz nervig. Also das kennst du vielleicht auch, wenn jemand den Mund aufmacht und du denkst da schon, nicht schon wieder. Und das ist ja dann schon, bevor die Person den Mund aufmacht. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt noch, keine Ahnung, 4 Monate hier leben. Das ist schlecht. Und dann habe ich angefangen, für die Frau zu beten. Und habe sie gar nicht jetzt so in dem Sinn, also wie sonst immer, ja, lasse ich hinfallen, einen Oberschenkel-Halsbruch oder sowas. sondern ich habe sie wirklich gesegnet, dass es ihr gut geht, dass sie gesund ist. Und irgendwann habe ich die Frau geliebt. Und das, echt? Also jetzt nicht blöd geliebt, sondern, ja. Und es ist mir schon öfter so gegangen. Das ist mir bei Leuten so gegangen, die ich wirklich eigentlich so, kann man fast sagen, gehasst habe. Christen. Ja. Dass mir Gott Liebe geschenkt hat, weil ich gebetet habe dafür. Jetzt ist noch eine andere Frage. Was ist denn, wenn du jemanden nicht leiden kannst und er predigt und du musst es quasi annehmen, was der da predigt? Sagen wir mal, wenn der über einen oder sowas predigt. Ja, ich muss ja nichts annehmen. Also einer meiner Lieblingsverse ist ja, dass man alles nicht kritisieren, sondern prüfen soll und das Gute behalten. Und manchmal ist es halt ein wenig dürftig. Ja. Also, aus meiner Sicht. Ja, das ist jetzt ein wenig arrogant, aber ich kann auch nichts dafür. Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht. Hi Tobias, du bist heute bei Revolution zu Gast. Revolution ist unsere Beziehungskategorie. Und du hast deinen 15. Hochzeitstag jetzt erst vor kurzem gefeiert. Genau, vor 2 Tagen. Ja, sehr schön. Wenn wir den Podcast ausstrahlen, werden es wahrscheinlich 4 Tage sein. Okay. oder mehr. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, vielen Dank. Was ich schön finde, was wir in common, wie man so schön sagt, unter internationalen Paaren hat, ist, dass deine Frau auch keine Deutsche ist. Die kommt aus den USA, ja. Genau, und Hörer, die sich diese Kategorie mit anhören, haben auch schon gehört, dass wir unter uns internationalen Paaren, also wir haben quasi da Heath und Elisa noch dabei, haben entschieden,
dass wir es keinem empfehlen, internationale Beziehungen einzugehen. Jetzt hast du mir aber hier ein Gegenteil aufgestellt. Erzähl mir mal, warum du sagen würdest, internationale Beziehung ist gut. Also ich würde auch sagen, es ist herausfordernd. Auf der anderen Seite denke ich, es ist extrem bereichernd, weil zwei unterschiedliche Länder oder Kulturen haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Mhm. Und wenn man die Stärken von beiden Kulturen nimmt und sich gegenseitig auf die Schwächen hinweist und die ein Stück weit vermeidet, ich glaube, das stärkt eine Beziehung unglaublich und man hat einen viel weiteren Blick für viele Dinge. Mhm. Und wenn man da ein Mittelmaß von den Stärken und Schwächen aus beiden Kulturen findet, ich glaube, das ist eigentlich so ein gesunder Mittelweg oft zwischen zwei Extremen. Also ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir Deutschen, wir sind eigentlich eher so, dass wir nur was Neues machen, wenn wir 150%ig sicher sind, dass das auch funktioniert. Mhm. Und wenn wir nicht die 150%ige Sicherheit haben, dann lassen wir es lieber ganz. Ja. Die Amerikaner, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, die können schon von vornherein wissen, dass es schief geht, die machen es trotzdem. Okay. Das sind zwei Extreme, die beide nicht hilfreich und gesund sind. Mhm. Und ein gesunder Mittelweg davon wäre, darüber nachzudenken, aber dann wirklich auch mutig Schritte zu gehen. Okay. Sind dir noch andere Sachen aufgefallen, außer diesen, quasi diese zwei Extreme, dass quasi der Deutsche sehr sicher ist und der Amerikaner, sage ich jetzt mal, sehr unsicher? Weil du hast ja 5 Kinder. Mhm. Jetzt habe ich quasi eine frisch geborene Tochter und habe ein bisschen Angst von dieser etwas fahrlässigen Erziehung meiner Frau. Behaupte ich jetzt mal, die ist jetzt wahrscheinlich nicht fahrlässig, aber dann auch vielleicht von der Strenge von mir. Mhm. Also wie macht ihr denn das? Weil da ist ja auch quasi Unterschied in der Erziehung wahrscheinlich von Amerikanern und Deutschen. Ja, total. Also du bist ja relativ wenig daheim, nein? Ja. Diese Woche zumindest. Ja, diese Woche. Oft, ja. Ja, auch da würde ich sagen, also die, natürlich ist es auch viel Charaktersache, aber ich würde schon sagen, grundsätzlich würden viele Deutsche wahrscheinlich eher strenger erziehen oder zumindest mehr Acht haben auf Details und dass das auch alles richtig oder ordnungsgemäß in Anführungszeichen abläuft. Mhm. Jetzt viele Amerikaner oder meine Frau, wahrscheinlich extrem, die ist sehr laid back, sagt man da im Englischen. Mhm. Also die bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Okay. Und ich glaube, sowohl das eine, so mein zielstrebiges, strukturiert und ordentlich, ist extrem, mhm. als auch ihrs, ja, es wird halt, wie es wird, schauen wir mal, okay. Ist extrem. Und da wieder eine gesunde Balance zu finden zwischen den zwei, ich glaube, das ist für Kinder nur gut. Also okay. wenn beide Elternteile wären wie meine Frau, ich glaube, das wäre Katastrophe für die Kinder. Und wenn beide Elternteile wären wie ich, das weiß ich hundertprozentig, das wäre auch Katastrophe. Aber kratzt das nicht ein bisschen an deinem Ego, wenn quasi du jetzt sagst, na, das müssen wir jetzt um, keine Ahnung, 18 Uhr machen wir jetzt Abendbrot und deine Frau sagt, weißt du was, machen wir halt erst um 20 Uhr oder wann auch immer. Natürlich, das gibt immer Reibungspunkte. Ja. Das ist ganz klar. Aber wenn man, ich glaube, letztendlich muss man einfach eine Freiheit entwickeln, sich einzugestehen, in meiner Kultur oder die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, ist nicht immer nur alles perfekt. Mhm. Ja. Weil oft denkt man ja, bei mir, das war alles richtig und deswegen ist automatisch alles andere falsch, wenn es jemand anders macht. Und richtig und falsch ist ja eigentlich eine moralische Frage. Ja. Ist es vor Gott richtig oder falsch? Und in ganz vielen Sachen in Bezug auf Beziehung und Erziehung geht es nicht um richtig und falsch. Mhm. Das ist einfach anders. Okay. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich bin aufgewachsen, so typisch süddeutsch, ja, kein Tropfen Wasser verschwenden, immer sparen, was weiß ich, was alles. Mhm. Und jetzt selbst aus christlicher Sicht macht es für mich Sinn, verantwortungsbewusst mit Ressourcen umzugehen. Mhm. Aber wie wir das leben, das ist manchmal total verkrampft und total bescheuert. Okay. Wir Christen, ja. würde ich jetzt einfach sagen. Und die Amerikaner, ja, die lassen halt Wasser laufen 3 Minuten beim Zähneputzen. Das denke ich, das ist das andere Extrem. Mhm. Aber irgendwo zwischendrin ist wahrscheinlich ein gesunder Mittelweg. Okay. Nicht immer nur darauf zu schauen, alles zu sparen, sondern zu sagen, ja, in Bezug auf mich selber, da lebt man sparsamer, aber in Bezug auf andere, da will ich immer extrem großzügig sein. Und da kann man viel von den Amerikanern lernen. Okay.
Das sind sehr großzügige Menschen, die meisten. Neben der Kultur oder neben der Landeskultur, die ja, wo man als internationales Pärchen ja zu kämpfen hat, hat man ja noch mit der Familienkultur. Also du hast es ja gesagt, du kannst ja in derselben Straße wohnen wie dein Nachbar, was ja logisch ist, aber er kann komplett anders aufgezogen sein als du. Und meinst du, das ist so nochmal extra Reibungspunkt, wo man sagt so, okay, jetzt sind die Amerikaner schon wasserverschwenderisch oder die Deutschen müssen es immer ausmachen, nachdem es gleich einmal ein Sprutz Wasser auf die Zahnpasta drauf haben. Glaubst du, ja, dass das nochmal ein Faktor ist, der internationale Beziehungen vielleicht ein bisschen härter macht als nationale? Es klingt jetzt so, als würde ich Leute abwerben von internationalen Beziehungen, aber... Also das bringt natürlich nochmal zusätzliche Herausforderungen. Ich meine, wenn man in der gleichen Kultur aufwächst, dann kommt man zwar aus unterschiedlichen Familien, wo auch schon oft sehr viel unterschiedlich ist, aber so prinzipielle Dinge von der Prägung her sind doch relativ ähnlich oft. Ich würde schon, wir haben ja jahrelang, viele Jahre in Österreich gelebt. Auch schon ein Österreicher ist komplett anders als ein Deutscher. Okay. Und je länger ich dort gelebt habe, desto mehr ist mir das bewusst geworden. Am Anfang habe ich gedacht, ja, die sehen gleich aus, die essen einigermaßen das Gleiche. Aber das ist eine komplett andere Welt. Okay. Und ich denke, wenn man in eine internationale Beziehung reingeht, weil einen das einfach anzieht, dieses andere, dann geht und einem das nicht bewusst ist, dass das auch Herausforderungen mit sich bringt oder man blauäugig da reingeht, ich glaube, dann wird es wirklich hart. Ja. Wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, ja, so andere Kultur, irgendwie fasziniert es mich, das wird viele Herausforderungen bringen im Alltag, aber wenn man offen darüber kommuniziert und ehrlich miteinander umgeht, und dann kann das echt eine Riesenbereicherung sein. Das stimmt, ich habe ja am Anfang meine Frau mich interessiert für meine Frau, weil ich dachte, die Färöerinseln sind irgendwo im Warmen, weil auf Englisch heißt es ja Färö. Die? Die sind unter Island. Okay, oh. Okay. Und auf Englisch heißt es ja Faroe Island. Und ich dachte Pharao-Inseln bei Ägypten irgendwo. Okay. Dass, witzig. Dass die im kalten Skandinavien sind. Ja, ich wusste auch nicht, wo die sind. Ja, herzliche Einladung. Wir ziehen ja dahin, kannst gerne mal vorbeikommen. Okay. Mit fünf Kindern? Jawohl. Genau. Okay, dann machen wir hier schon mal Schluss. War eine kurze Folge, aber wir haben dich nächste Woche nochmal und da sprechen wir weiter über Beziehungen. Alles klar. Die Macht der Worte. Aus der Sicht, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von. So, Olli, wir müssen aufhören. Letzte Woche. Okay. Waren jetzt 5 Wochen bei dir. War Hammer. Ist unglaublich. Aschaffenburg ist schön. Wunderschöne Stadt, ne? Ja. Kommt auch. Alle nach Aschaffenburg. Da scheint die Sonne. Ja. Wir machen mal weiter mit den Liedererklärungen. Und zwar Heile Welt. Weißt du noch? Das war mit Okay Kid, glaube ich, ne? Ja, kann sein. Ich habe keine Ahnung mehr, was der gerappt hat. Das musst du mir jetzt sagen. Scheiße. Das weiß ich nicht, aber es klingt so, wie als würdest du eine Bestandsaufnahme von dir machen in dem Lied. Also das... Was weißt du noch? Das nächste Mal, wir treffen uns bestimmt hoffentlich wieder. Da habe ich dann alle Texte vor mir liegen. Cool. Aber es klingt so wie eine Bestandsaufnahme. Aber weißt du noch deine Intention? Überhaupt nicht mehr. Nein? Nee, gar nicht mehr. Ist das schon so alt? Ich weiß gar nicht mehr, um was es in dem Lied geht. Wahrscheinlich um eine heile Welt. Eine heile Welt, ja. Aber Okay Kid ist eine richtig geile Band. Also holt euch das Album, dann könnt ihr den Text hören. So. Ja? Ja. Aber wer sind die? Die sind aus Köln, also richtig geile Band. Und Bernd, richtig geile Bernd. Der Bernd. Ist auch ein toller Song, aber ich weiß nicht mehr, um was ich da rappe. Also muss ich enttäuschen. Okay, schade. Dann probieren wir es mal mit dem gemeinsamen Nenner. Oh ja, das ist schon lange her auch, ne? Ja? Ja, ja. Das, ich hätte mir da ging es mir nicht gut, als ich das geschrieben habe. Echt? Erzähl mal, was war denn los? Ja, da hatte ich so Panikattacken zu der Zeit und so Psychoprobleme. Und da habe ich diese EP mit Benny Blanco, heißt ja nicht mehr, Ben Basazian geschrieben. Und ja, den Song liebe ich, den Song finde ich super. Ja? Ja. Also das war auch so ein Song, wo ich mir dachte, da könnte ich mich auch reinstecken. Weil das ist ja, also wenn du jetzt sagst, du hattest da, was, psychische Probleme? So fühle ich mich jetzt nicht, aber... Ich denke, das ist doch ein bisschen so der Struggle von jedem Christen, den du da beschreibst, den gemeinsamen Nenner. Und aber dann quasi das runterzubrechen, dass wir alle eigentlich schon irgendwie Mist bauen, aber unser gemeinsamer Nenner Jesus ist, war das so die Intention in dem Lied? Auf jeden Fall. Und auch so,
ich finde immer so wichtig, auch so den Struggle zu erklären oder zu erzählen. Du bist ja in der Welt auch hier, ne? Mhm. Du hast ja mit der Welt zu tun. Und andererseits bist du in Jesus und das ist deine richtige Welt. Aber du musst ja auch hier irgendwie klarkommen. Und das ist immer so ein Struggle, den, glaube ich, auch sehr, sehr viele Christen haben. So. Mhm. Ne? Und ja. Das hat. Ja. Aber ich finde es echt schön und ich hoffe, ich weiß nicht, wie dein neues Album wird, aber ich hoffe, dass es genauso authentisch wird wie. Ja, sei dir sicher. Die Lieder, die. Es gibt auch ein paar Battle-Tracks da drauf, aber ansonsten ja? Ist eine liebe Platte. Okay, sehr cool. Ja. Und dann habe ich eine Hörerfrage und zwar vom Felix Padua. Kennst du den nicht? Der hat nicht viel erklärt. Er hat nur geschrieben: Kannst du Rosa Panzer erklären? Oh. Vielen Dank für den Kaffee. Wir kriegen gerade Kaffee. Ja, sehr Dankeschön. Schön. Dankeschön. Im Goldenen Ochsen. Im Goldenen Ochsen. Kommt hierher nach Aschaffenburg. Goldener Ochse. Ja. Wie war die Frage? Kannst du Goldener Panzer? Goldener Ochsen. Kann ich Goldener Ochse erklären? Rosa Ochse. Rosa Ochse. Rosa Panzer. Kannst du... Also weil er hat... Ich wir ihn fahren in einem rosa-rot gestreiften Panzer. Durchs Gefahrengebiet. Wir haben keine Angst und auch kein Geld mehr. Wir hören Songs von Rage Against the Machine. Genau. All die Farben und Blumen. Ja, ja. Mhm. Ja, was hat's mit dem auf sich? Ich kann leider nicht mehr fragen, weil er hat einfach gesagt, er checkt das Lied nicht. Er checkt es nicht. Wobei also, ist eine Sozialkritik. Also ich könnte ja den ganzen Song jetzt auseinandernehmen, aber im Prinzip geht es darum, auch wieder, wie man in dieser Welt zurechtkommt. Und es gibt verschiedene... Es geht um Nachhaltigkeit in der Kaffeeanpflanzung, ne, habe ich Starbucks kritisiert. Mhm. Es geht aber auch um den Liebesbegriff, wie ich den für mich auslege. Oder es geht darum, ich habe einen ganz, ganz tollen, eine ganz tolle Textzeile von Lendemann zitiert, die mir jetzt nicht einfällt. Nee, ja. Warte, wie geht die? Ich glaube, du erwähnst das sogar. Genau, ich erwähne das mit Dende. Genau, genau. Ich sage, mein Zeige... Und dein Fuckfinger ergibt ein Peace-Zeichen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So kann man das schon zusammenfassen, das Lied. Ne? Okay. Und, ist eine Sozialkritik. Okay. Da gibt es auch nicht viel, viel zu verstehen. Manchmal geht es in Songs ja auch nicht um Verstehen im Sinne von logisch das zusammenzufassen, sondern da geht es auch um Textzeilen stehen zu lassen und das Gefühl, das du dabei bekommst, auch so stehen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Weil das löst ja auch was aus. Also ich bin kein Fan von Texten, die alles sofort erklären, sondern ich bin auch Fan von Assoziationstexten, wie Herbert Grönemeyer zum Beispiel. Ja. Das ist ja nur Assoziation. Mhm. Der Mensch, wie er lebt, wie er... So, da weiß er auch oft nicht, was er meint, aber es löst ein Gefühl aus. Und das beschreibt dann das, was er meint. Und ich glaube, ihn dann zu verstehen. Okay. Ja. Das ist die große Textkunst, finde ich. Okay. Also Felix, ich hoffe, du gibst dich damit zufrieden. Ich hoffe, Felix, dass es cool ist. Ansonsten schreib mich an und ich versuche es zu erklären. Ja. Oder komm auf ein Konzert von mir. Viel besser. Noch besser. Ja. Und dann hat aber Felix auch noch geschrieben, auch ohne großartig zu erklären, du musst ihm beschreiben, wie Vega ist. Weil er findet, Vega ist voll das vegane Monster, keine Ahnung. Vegane Monster? Ich habe keine Ahnung. Wie ist denn Vega? Ist er überhaupt veganer? Ich habe keine Ahnung. Vega ist, ich mag Vega sehr gerne, ist ein Freund von mir und super Rapper, super MC. Frankfurt Hooligan, soweit ich weiß. Okay. Wie aber Sabrina Setlow, glaube ich, die ist auch so. Ist sie auch Hooligan? Das weiß ich gar nicht. Witzig. Das würde ich gerne mal sehen. Sie, dritte Halbzeit mit Sand-Quarz-Handschuhen an. Vega, ist er Veganer? Das weiß Vielleicht ich. Dachte er auch, wegen dem Namen Vega könnte Veganer sein. Ich glaube, sein. Vega ist kein Veganer. Glaube ich nicht. Obwohl, es kann sein, natürlich. Aber dazu kann ich tatsächlich nichts sagen. Das weiß ich nicht. Ja. Okay. Sehr schön. Wir kommen zum Ende. Mhm. Was hast du denn noch vor in deinem Leben zu erreichen? Also hast du noch irgendwie so ein... Ich würde gerne eine Familie gründen. Okay, da schauen wir mal. Bewerbt euch doch bei mir auf Instagram. Genau. Mit Lebenslauf. Ich hoffe, er ist nicht Lücken, wie sagt man? Nee, Spaß. Also es wäre schön, wenn ich meine Ehefrau irgendwann mal sehen würde, dass ich ja endlich mal Sex haben kann, wenn ich verheiratet bin. Ist es eigentlich schwer, wenn man Olli Bagno ist, Frauen so auszusortieren, dass sie dich nicht geil finden, weil du geil bist, sondern weil du der Olli Bagno und Charakter toll bist? Die Frage höre ich oft, aber letztendlich gehört das ja auch zu mir und zu jedem Artist, der es ist. Und wenn sie auch deine Musik toll ist, ist es eigentlich was Schönes. Mhm. Und weißt du, ich meine, wenn sie jetzt ein Golddigger ist und die nach irgendwelche Kohle aus ist, die gibt es von mir eh nicht zu holen. Ich bin broke as fuck im Moment. Ich muss erstmal wieder eine neue Platte machen, dass ich wieder Geld habe. Also Mädels, Millionen gibt es da eh nicht zu holen. Aber
Nee, wenn jemand meine Musik geil findet, dann finde ich das schön erstmal. Ne? Mhm. Und ich fände es schlimmer, wenn jemand meine Musik scheiße findet, weißt du? Das fände ich eher ein Problem. Ja. Weißt du, also insofern mache ich mir da gar nicht so viel Kopf. Okay. Natürlich gibt es auch so, ich merke manchmal, wenn ich mit Mädels schreibe und so, wo es denen nur so darum geht und das ist natürlich kacke, aber wenn jemand deine Musik schön findet und dich gut findet, das ist doch toll. Das stimmt. Das ist doch super. Ja. Okay, wann kommt denn dein neues Album raus? Da warten ich will jetzt nicht sagen, dann springt mir wieder mein Manager in den Rücken. So. Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe Anfang nächsten Jahres. Okay. Ja. Okay, cool. Und gibt es da auch ein paar Feature drauf? Ja, Mann. Aber auch die werde ich nicht verraten, aber es sind mega Features. Du kennst schon ein paar. Bist du da dabei, oder was? Aber du kennst schon ein paar, ne? Ein paar Namen. Ich kann mir das denken. Ja. Okay. Das sind geile Features, richtig geile Features. Machst du eigentlich, das, ich glaube, es war mir ein bisschen so unterbewusst bis jetzt gerade, hast du Bock, oft Features zu machen? Oder? Manchmal schon, ja. Auf jeden Fall. Also. Also sagen wir mal so, jetzt nicht, weil ich Bock habe, mit dir ein Lied zu machen, aber ist es für dich vielleicht leichter, ein Feature zu machen, weil dann hast du jemanden noch dabei, der quasi Sparring-Partner ist und ihr teilt euch die Arbeit? Nee, oder? Ich finde es eigentlich schwieriger, weil du musst ja einen kleinen gemeinsamen Nenner finden. Ne? Ja. Also eigentlich ist es schwieriger, aber es macht trotzdem Spaß. Ich hatte ja auch immer früher so Sparring-Platten, wo ich immer so, es war eine Duett-Platte, eine Feature-Platte, das fand ich schon interessant, aber es ist ein Pain in the Ass. Mhm. Also schon anstrengend. Ne? Aber also am liebsten mache ich Songs alleine, aber manchmal finde ich es auch toll, Features zu machen. So. Weil es kommt ja immer ein bisschen was anderes auch raus. Ja. Okay, dann meine letzte Frage und du hast noch gefühlte 5 bis 7 Minuten. Oh wow, ja. Deine letzten Worte, Olli. Oh. Jetzt kannst du ausholen. Ich hoffe nicht, dass es meine letzten Worte sein werden, aber ich kann nur sagen, dass mein Name Oliver ist und ich versuche vom Herzen zu reden und versuche wirklich jeden zu inspirieren, Gott zu finden. So, das ist wirklich meine Main-Botschaft in meinem Leben. Ich habe dem alles andere untergeordnet, auch wenn ich immer wieder falle. Habe ich einen Herrn, der mich liebt und der mich stützt und in dem ich geborgen bin, in dem ich neu bin. Mein altes Ich ist gestorben und ich bin newborn in Jesus und kann wirklich nur jedem sagen, es ist die Wahrheit. Ich habe sie erfahren und es ist kein Märchen, sondern es ist tatsächlich die Wahrheit. Und es gibt eine Wahrheit in der Erde. Wir sind hier nicht ohne Grund. Wir sind kein Zufall, wir sind kein Produkt der Evolution, wir stammen nicht vom Affen ab, sondern wir sind hier, um uns zu entscheiden, fürs Gute oder fürs Böse, für Jesus oder für den Teufel. Wir sind nach dem Tod entweder gerettet im Himmel oder wir sind auf ewig in der Hölle und auf ewig im Leid. Es ist nach dem Tod nicht Schluss, deswegen ist Selbstmord niemals eine Lösung. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, das meine ich wirklich aus dem Herzen, schreibt mich an auf Instagram, ich bin da für euch. Nicht, weil ich das tue, ich bin ein Arschloch wie jeder andere auch, sondern weil Gott in mir lebt und ich versuche einfach ein Instrument für Gott zu sein. Das heißt, wenn ihr Gott kennenlernen wollt, schreibt mich an. Das steht in der Bibel, wer klopft, dem wird aufgetan und dem versuche ich gerecht zu werden. Und wenn ich nur sagen kann, Gott zu finden ist, jeder hat das von euch, jeder. Ob es Atheist ist, ob es Satanist ist, ob es Islamist ist, Buddhist, ihr habt alle diese Erinnerung vor dem Eisprung. Ihr wart alle schon da, Gott hat euch geliebt, bevor ihr da wart. Ihn gibt's, euch gibt's, die Welt gibt's und es ist alles Realität. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt, habt ihr keine Probleme mehr. Ich sag das aus tiefstem Herz. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich liebe euch. Wirklich. Ja. Danke, Olli. Ey, sau cool. Also ich muss sagen, du bist mir, das darf ich gar nicht sagen, weil wenn es andere hören, die ich schon interviewt habe, aber der sympathischste, demütigste, wow, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Auch dieses, wow, dass du gesagt hast, schreib mich an auf Instagram, das hast du ja mal in einem Lied auch gesagt, wo ich mir dachte, sagt das nur so, nee, oder macht das wirklich? Und ich habe auch echt den Eindruck, ja, das klingt jetzt voll bescheuert, aber dass du echt auf einem guten Weg bist, Olli. Danke, Bruder. Das ist so geil. Danke mit dir. Mal, vielen Dank. Mann. Ja, vielen Dank, ja. Olli, es war sehr schön. Ich packe meine Sachen. Ja, Mann. Und dann gehe ich wieder. Schön, dich kennenzulernen, Steve. Danke, Olli. Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Und mein linkes Bein fing an abzusterben, nicht mehr zu durchbluten. Und du liegst dort und wartest auf den Tod.